Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von Unknown Worlds Entertainment, die PC 1.0 Version live und in Farbe. War das nicht eben noch hell? Jetzt wird es schon wieder dunkel. So ein Mist, aber auch. Rettungskapsel 12. Hätten wir nicht jetzt noch die 4 bekommen? In der Nähe der Absturzstelle? Seltsam, seltsam. So, jetzt geht's nochmal zurück. Und jetzt hoffentlich endlich mal rein in die Aurora. Ja, ich bräuchte ja nur mal rein, diesen Order war schon wieder. Titan! Massenhaft Titan. Hier sollte ich vielleicht nicht anecken. Oh. So viel zum Thema anecken. Patsch! So. Was ist das? Hier haben wir das. Hier ist die Titan, jawohl. Hier wollten wir hin. Essen, trinken haben wir soweit. Ein bisschen was finden wir drin, das wissen wir ja. Ich wollte mal hier nach Titan, nach Aurora lang schwimmen. Um zu gucken, ob man hier auch irgendwo anders rein kann. Das sieht jetzt seltsam aus. Lifeform readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Ach so Mist, diesmal haben wir ja gar keine Schubkanone mitgenommen, ne? Ach, nee. Da können wir ja hintenrum gar nicht rein. Und aufräumen. Sieht schon krass aus hier, ne? Ist schon heftig. Aber ich würde mir auch gerne die Taschen hier mitfüllen. Aber das wissen wir ja nicht. Ob wir voll werden oder nicht, deswegen gehen wir mal hier an Land. Wir müssen uns jetzt natürlich auch zügig beeilen. Was? Nein! Um Gottes Willen! Ja, so wie es hier aussieht, werde ich mir bestimmt nicht die Taschen füllen. Hier ist ja gar nichts. Ja, zum Glück wissen wir ja, dass es hier oben drüber geht. Oh, das sieht geil aus. Herrlich. Map. Trotzdem muss ich jetzt aufpassen, wo ich hier hinlatsche. Genau deswegen. Ein Feuerlöscher wäre jetzt schon mal nicht schlecht, denn ich habe meinen auf dem Schiff vergessen. Da liegt einer. Yippie. Hier ist noch ein Medikit. Ja, das nehmen wir dann gleich, wenn wir es denn brauchen. Müssen wir hier schon löschen? Nö. Habe ich auch noch nie probiert. Cool. So, kommen wir hier wenigstens mal rein. Schubkanonenfragment? Nee. PDA nehmen wir mit. Was liegt hier schon wieder rum? Eine Batterie! Ja, das ist schon mal fein. Wir müssen mal den auf die 5 legen und hier mal ein bisschen was vorlesen, sonst wird es ja Wahnsinn. Die Systeme der Aurora laufen auf örtlicher Reserveenergie, Ferndownload der Flugschreiberdaten nicht möglich. Achtung, Scans zeigen, dass die Verdauungstrakte der Lebensform in der Nähe menschliches Gewebe enthalten. Na, nicht schön. Warnung, strukturelle Integrität des Schiffes ist niedrig. Feuerlöscher und Laserschneider könnten erforderlich sein. Erkundung auf eigene Gefahr. Wenige Lebensformen anzeigen in dieser Region. Der radioaktive Niederschlag der Aurora wird verheerende Auswirkungen auf das fremde Ökosystem haben, wenn er nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden eingedämmt wird. Ja, deswegen sind wir ja hier und das wollen wir ja probieren.
Aber hier müssen wir jetzt erstmal Feuer löschen. Warum denn schon wieder? Irgendwie scheint das Absicht zu sein, dass das immer wieder mal ausbricht. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ganz wichtig. So, wir haben im Inventar ja sowieso noch das. Wir haben noch das. Da können wir das mal wegschnurpsen. Und wir haben einen Scanner, womit wir nichts mehr scannen können. Und wir haben hier eine. Ich sehe eine Batterie, die will ich haben. Her damit, danke. Bitteschön, dankeschön. Datenkonsole, Download. Hammer auch. Gut, danke. Anke. Codes und Hinweise, eigene Notizen. Hier sind wir nun im freien Weltraum. Wir haben die Galaxis durchquert, um ein Phasentor zu installieren. Schiffe zum Abbau von Ressourcen auszusenden, teure Schiffe zu bauen. Schickere Phasentore zu installieren. Versuchen wir die Galaxis auszubeuten oder uns selbst? Yus Geburtstag. 40 Wochen bevor wir nach Hause zurückkehren. 400 gefühlte Wochen bevor wir nach Hause zurückkehren. Nicht genug Geld, das mir Altera zahlt. 1454 Frachtraum Zugangscode. Naja, 1454. Ganz schön diesig geworden hier drin. Kann man einen Staubsauger oder ein Pustgerät holen? Mist. Ach, hier nochmal. Schubkanone. Jo. Jo. Mit Sprint könnte man doch hier, jawohl, drüber. Sprint und drücken. Drücken, genau. Batterie. Batterie. 1454. 1, 4, 5, 4. Mach auf. Scans des Schadens an der Aurora passen zu keiner bekannten Angriffstechnologie. Nährstoffblock. Na, siehst du, so geht das. Hab's voll. Damit habe ich einfach. Oh, gerechnet. Guck mal, in Gabelstapler. Miep, miep. Ach, Mann. Würde die Energie hier noch funktionieren? Könnte man mal aufladen. Eine Runde rumpelzen damit. Oh. Nee, nicht den. Ich wollte eigentlich die Taschenlampe warten. Ja gut, ist ja egal. Haben wir schon, ne? Genau. Und diesmal gucken wir uns ganz genau um. Nicht, dass die mich wieder so verarschen wie in der letzten Runde. Dass denn hier auf einmal irgendwo noch ein Rezept rumliegt. Nährstoffblock. Noch ein Nährstoffblock. Noch was zu essen. Transkopf-Profil. So, beim letzten Mal auch dann beim Einloggen hier drin auf einmal so ein Aurora-Maschinenteil drin. So, noch Wasser. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts. Will ich scannen und bauen. Ja gut, in meiner Basis damit rumzufahren wäre vielleicht ein bisschen zu eng, ne? Hast recht. Braucht man doch nicht. So, hier ist nichts weiter. Boah. Fertig. Nein, hier unten geht's noch rein. Und wo geht's eigentlich hier hin? Raus, oder? Sieht doch so richtig wie ein riesengroßes Tor aus. Jo, jo, jo. Oh, Verleitung. Hier regnet es immer von oben runter. Ich würde doch sonst hier gar nicht drauf gucken. Apropos, ist hier irgendwas drin? Nö. Schade, schade, schade. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Naja, hier kommen sie gleich angewetzt. Naja, kannst du aber mal, du Bluter, du. Gescannt haben wir sie. Jo, dann geht's da lang zum See mit dem Dock. Das müssen wir reparieren. Damit wir hier reinkommen. Und da richten sich die Kabel auf. Hau ab. Da ist offen. So, hier haben wir Luft ohne Ende. Das ist schön. Hier kannst du Seemottenteile auch scannen. Damit haben wir dann aber nur Titan, weil Seemotte haben wir schon. Und hier gibt es noch ein Seemotten-Tiefenmodul.
Stufe 1. Hier gibt es auch noch einen zurückgelassenen PDA. Integrating new PDA data. PDA mit VR-Aufzeichnung. Essen, Trinken, Hammer. Das wäre plus 30. Passt. Da haben wir auch noch die zwei Saut. Scans des Schadens an Aurora passen zu keiner bekannten Angriffstechnologie. Betriebsprotokolle, VR-Aufzeichnung. Ja, das ist auch kräftig hart. Setze Spieler am Strand ab. Das ist ein Spiel. Spieler 1 wurde von einer ungewöhnlich hohen Flut weggespült. Ja, der ist schon mal. Ja. Spieler 2 hat Spieler 3 eine Kokosnuss für 10 Krediteinheiten verkauft. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gepflanzt. Spieler werden hungrig. Spieler 3 hat einen Kokosnussbaum gezüchtet. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gegessen. Spieler 3 ist nicht mehr hungrig. Spieler 3 hat Spieler 2 eine Kokosnuss für 30 Krediteinheiten verkauft. Spieler 2 hat eine Kokosnuss gegessen, ist aber immer noch hungrig. Spieler 3 hat mit Spieler 2 eine Kokosnuss im Austausch für den Aufbau eines Zeltes gehandelt. Spieler 3 schläft in seinem Zelt. Spieler 2 friert. Die Nacht bricht herein. Ein vorbeifahrendes Schiff bietet einen Handel an. Spieler 2 hat eine Muskete für 30 Krediteinheiten gekauft. Spieler 3 wurde im Schlaf zweimal in den Kopf geschossen. Spieler 2 gewinnt. Spieler 2 ist an Kälte und Hunger gestorben. Das sind Spieler, wa? Ja, ja, aber das haben sie auch schon leicht angepasst. Das klang vorher schon mal anders. Noch gruseliger, noch schlimmer. Ja, das geht noch gruseliger und schlimmer. Musst du mal die alten Folgen angucken. Oh, jetzt müssen wir hier auch schon löschen. Reicht das noch? Reicht das noch, um das zu löschen? 31%. Jawohl, hat gereicht. Fein. Hier, war noch irgendwo was? Jetzt ist fort. Jawohl, fein. Die 1 her. Hier ist nämlich noch einer. Den nehmen wir gleich mal mit. Und hier kriegen wir das nächste lecker Teilchen. Hier, Zyklop-Maschinen-Effizienzmodul. So, diese Leckagen lassen sich mittlerweile sogar einscannen. Ja, machen wir doch gleich, Süße. Machen wir doch gleich. Bauplan. Wir haben einen Bauplan. Wir haben einen Bauplan. Zu Glück Maschinen-Effizienzmodul. Die Dinger können wir jetzt auch bauen dann. Können sie aber auch einfach so verwenden. Warnung, örtliche Strahlung im maximalen Toleranzbereich. Die Abschirmung des Antriebskerns erlitt durch die Kollision einen inneren Schaden. Versuche keine Reparaturen ohne passende Qualifikation. Hey, ich bin Dasesh. Nein, eine bessere Qualifikation gibt's nicht. Nicht hier, nicht jetzt, nicht auf diesem Planeten. Ja, du Schwacker. Mann, du bist der Einzige. Na klar. Und damit automatisch... der Beste. Gibt ja keine Wahl. Na doch, eine Wahl. Ich oder ich oder ich. Oder, ne? Keiner. Da unten. Also hier unten nicht zu sicher fühlen. Hier schwimmen auch Blut herum. Die kennt... da ist schon wieder einer. Die kennt da nichts. Die stören auch beim... war das jetzt ein Glipschi? Ne, das war ein Feuerball. Gott sei Dank, die stören auch hier beim Reparieren. Aber wenn wir alles repariert haben, sinkt auch die Strahlung. La, 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 la. Ja, sie geht dann wieder zurück in die Heimat. Hier haben wir, da haben wir. Hier haben wir, hau ab. Hier müssen wir noch. Energie reicht. Jawohl, noch 6. Da ist noch ein. Jo, 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 jo. Noch 5. Dann machen wir noch 2. Direkt nebeneinander. Au! Hau ab! Das ist der nächste. Gesagt, abhaken. Das sag mal hier jetzt. Jetzt aber ins Gesicht. Hier. Ja, spinnt wohl.
Da ziehen sie da viele ein, wa? So, wir haben noch drei Lecks. Da unten ist noch eins. Da oben ist noch eins. Wir haben auch nicht mehr lange Sauerstoff. Aber das lässt sich ja mal schnell ändern. Wieder runter. Wir haben da oben noch eins und hier unten noch eins. So, dahin. Eins noch. Ja, das wäre dann das da. Muss ich das tanzend erreichen oder was? Soll ich doch. La 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 la. Das geht aber tierisch auf die Energie. So. Bruch im Antriebskern. Ach ja, hier komme ich ja nicht mehr raus. Das geht ja nur noch hier. So, nimm mal was hier wichtig ist in der Hand. Aber drauf springen kann man. So, hierüber geht's nicht. Hier geht's rüber, wenn man nicht daneben springt. Wie ich im letzten Moment vergessen, auf der Sprungtaste, auf der Sprinttaste zu bleiben. So, dann kommst du nämlich auch hier rüber und hier ist immer noch nichts drin. Nee. Zack. Jawohl! Flachkörper macht Laune. Hier raus. Dann haben wir es hier auf der Seite auch geschafft. Weiter geht's. Genau, schwimm geschwind. Und sind hier gleich etliche von den Viechters? Nein, sind sie nicht, zum Glück. Ich dachte schon, das sind nur Schwebepartikel. Hier müssen wir uns jetzt mal durchschweißen. Haben wir den überhaupt schon mal benutzt? Da haben wir noch 85% Energie. Krass. So, keine Angst vor flüssigem Metall. Einfach rein hier. PDA. Aurora Hilfsmissionsbefehle. Hier wird es nichts weiter. Also hier empfiehlt es sich wirklich auch rumzugucken, in die offenen Spinde zu gucken. Spiel aber ganz gewaltig hier. Hier haben wir Erste Hilfe. Nettes Angebot. Hier kriege ich schon wieder Luft. Dann haben wir hier noch eine Batterie. Hier drüben haben wir nichts. Nö. Halb geöffneter Spind komme ich nicht ran. Hier geht's weiter. Ist das nicht eine Batterie? Tatsache. Hier haben wir noch. In Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Hier geht's zum Krebsdog. Ja, dann auf zum Krebsdog. Das ist. Ach nee, das ist ein Kabelende. Sah aus wie eine Batterie. Hier haben wir noch eine Batterie. Hier können wir nochmal reparieren. Und hier kann man. Hier kann man eigentlich rein, ohne zu löschen. Jawohl. Haben wir das auch repariert? Weil hier hinter ist einfach nichts, ne? Da lohnt es sich nicht zu löschen extra. Und jo, hier kann man sich schön umgucken. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier hoch geht. In einer meiner ersten Staffeln habe ich hier oben mal ein Türmchen gebaut mit der Schubkanone, um da oben reinzugucken. Boah, hier war geht's. Aber da war da oben nicht offen. Auch wenn da grün ist, ging die Tür nicht auf. Die konnte man auch nicht anfassen. Energiezelle! Ich dachte schon, draußen finden wir mehr von den Kisten. Da sind ab und zu mal Energiezellen drin. Aber hat man leider kein Glück. Nicht, oh, gucken wir denn hier drinnen weiter, ne? Nimm meinen Scanner in die Hand. Hier ist nichts. Da oben brennt's. Da komme ich auch nicht mehr drüber. Hier ist nichts drin. Aber hier stehen sie rum. Die großen. Hier war doch irgendwo. Kannst du nämlich richtig rein und Krebsfragment scannen. Da können wir uns dann danach so einen Krebsanzug bauen. Jetzt noch nicht. Wir haben 1 von 4. Schwache Flugschreiber-Signaturen aufgefangen. Sie kommt von der anderen Seite des Hüllenbruchs in diesem Raum. Aha. Wir sollen auf die andere Seite des Raums.
Dazu müssen wir dann den Raum krümmen. Ach nee, das geht ja nicht. Moment. Dann müssen wir die Zeit krümmen. Nein, das Raumzeit-Kontinuum krümmen. Weiter redet der. Schwachkopf, Schwachkopf. Ja, doch. Aber wir werden uns auf der anderen Seite des Raums auch noch umschauen. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass man da unten durchtauchen kann. Aber mehr spoilere ich jetzt erstmal noch nicht. Denn das werden wir noch machen. Hier komme ich nicht mehr raus. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier geht's raus. Aber wir müssen hier auch erstmal kurz zur Seite. Uns hier ein bisschen verstecken, denn wir sind schon wieder durch eine Runde durch. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu Subnautica von Anon Worlds Entertainment in der Aurora. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.